Die Zinsen steigen. Soll ich jetzt wieder Geld aufs Tagesgeld, Festgeldkonto packen? Also hier sind Guthabenszinsen gemeint. Naja, also die Zinsen sind nie so hoch wie die Rendite am Aktienmarkt. Ja, okay, jetzt könnte man gerade sagen, naja, es gerade geht ja runter, die Zinsen bleiben ja stabil. Ja, klar, aber die Zinsen gehen auch nicht hoch, wenn die Aktienkurse hochgehen. So, ja, und Aktien machen historisch gesehen immer noch 8 bis 9% Rendite pro Jahr durchschnittlich. Da ist die ganze Volatilität schon mit drin, mal mehr, mal weniger. Aber das bekommst du natürlich auf keinem Konto. Dennoch ist es natürlich ratsam, einen Sicherheitsbaustein zu haben, den Notgroschen und natürlich auch den risikofreien Anteil. Es gibt ja einen risikobehafteten Anteil und einen risikolosen Anteil. Beides ist Teil eures Portfolios, idealerweise, und der Notgroschen nochmal nebendran. Und natürlich kann man diesen risikolosen Teil dann aufs Tagesgeldkonto legen, auf Festgeld legen, in Staatsanleihen gehen, wie auch immer. Und generell ist es ja erstmal schön, ja, nach den letzten Jahren auch, wo wir noch Strafzinsen gezahlt haben, dass sich das jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Aber auch da wieder, ja, fokussiert euch auf das, was wirklich wichtig ist. Tagesgeldhopping und den ganzen Kram. Das ist so viel Zeit und Aufwand für so wenig Ertrag. Kümmert euch lieber um ein vernünftiges ETF-Portfolio, um das strategisch gut aufzusetzen mit einer schlauen Asset Allocation, die Rendite bringt und zu euch passt. Da ist eure Zeit am allerbesten investiert, als jetzt hier um 0,5% Zinsen irgendwo Guthaben, Tagesgeldhopping zu betreiben.